und seid gegrüßt, Kinder der Nacht. Hier ist das Bärschaf. Ich freue mich, euch in meinem neuen Projekt Arcanum von Dampfmaschinen und Magie begrüßen zu dürfen. Das Spiel ist aus dem Jahre 2001 und ein wenig komplexer als die neueren Spiele. Ja, das werdet ihr im Laufe des Spiels noch feststellen. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei verschiedene Wege praktisch zu gehen. Einmal die Seite der Technologie und einmal die Seite der Magie. Man kann natürlich auch beides miteinander vermischen. Aber ob wir das tun werden und wie wir das tun werden, liegt jetzt bei euch. Sprich, ihr dürft mir jetzt unten in die Kommentare reinschreiben, ob wir den Weg der Magie anwenden sollen oder den Weg der Technologie beschreiten sollen oder beides miteinander verweben sollen. Ja, das überlasse ich euch. Genau. Und was gibt es noch über das schöne Spiel zu sagen? Ja, es hat eine wunderschöne Musik. Die hat der Komponist auch übrigens zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Ich packe euch den Link unten mal in die Beschreibung rein. Und ja, wir können hier dann eigentlich schon gleich loslegen. Ach so, und wundert euch nicht wegen diesen schwarzen Streifen hier. Der wird im Laufe des Spiels noch verschwinden. Der ist jetzt praktisch neu erstmal bei diesem Bildschirm und bei der Charaktererstellung, die wir jetzt gleich machen werden, ist der da. Aber im eigentlichen Spiel ist er weg, keine Sorge. So, neuer Charakter. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, zwischen Männlein und Weiblein zu wählen. Und auch das hat schon natürlich Auswirkungen auf das komplette Spiel. Na gut, das heißt komplettes Spiel. Also es ist jedenfalls so, dass halt eben die Leute zu Frauen hin und wieder freundlicher sind als zu Männern oder umgekehrt. Und Männer werden im Bordell, ja, ihr habt richtig gehört, im Bordell anders behandelt als Frauen. Ja, das Bordell werden wir später auch noch betreten. Aber das dauert erstmal, bis wir hinkommen. Und ihr werdet feststellen, Arcanum ist sehr komplex. Das heißt, wir haben hier ein bisschen länger dran zu spielen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Mich stört's nicht. Und mal gucken, dass wir lange genug durchhalten. So, wir werden jetzt natürlich dann gleich erstmal den Charakter erstellen. Und ich kann euch mal kurz zeigen, was die Auswirkungen hier sozusagen sind. Also sprich, wir haben jetzt hier einen männlichen Charakter. Das seht ihr jetzt hier bei der Stärke, hat er 8. Und die Frauen, die haben 7. So, andere Vorteile, die die Männer sozusagen noch haben. Klar, Frauen haben natürlich auch Vorteile, wenn es halt eben Frauen sind. So, aber wir nehmen jetzt hier nur erstmal die Rassen durch. Und zwar haben die Männer nämlich mehr Rassen zur Verfügung als die Frauen. Ich weiß zwar nicht, wie die das dann machen, also sprich die anderen Rassen, wie die sich vermehren, aber ist ja egal. So, wir haben hier einmal den Menschen, den Zwerg, den Elf, den Halbelfen, den Gnom, den Halbling, Halborg, Halboger und wieder den Menschen. Die Frauen im Gegensatz haben nur die Menschen. Elfen, Halbelfen und Halborg. Ja, die anderen Rassen, also sprich die Zwerge und die Gnome, die vermehren sich wahrscheinlich, keine Ahnung wie. Will ich auch gar nicht wissen. So, wir gucken dann hier, dass wir uns ein Bildchen raussuchen. Ich werde den Charakter am Anfang natürlich, Entschuldigung, sehr neutral halten. Deswegen werde ich auch beim Menschen bleiben. Und werde jetzt hier ein anderes Bild auswählen. Das kann man natürlich machen. Dumm, die dumm. Sehr viel Auswahl haben wir nicht, aber wir nehmen sie hier. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Und als nächstes haben wir dann die Möglichkeit, einen bestimmten Hintergrund zu wählen. Also wir können es natürlich auch sein lassen. Dann bleiben die ganzen Einstellungen so, wie sie jetzt hier sind. Aber wir können natürlich auch bei Schlangenbeschwörern aufgewachsen. Das heißt, du erhältst einen Bonus von 20% auf Giftresistenz, bekommst aber gleichzeitig wegen der vielen Bisse an Arme und Beinen einen Abzug auf Schönheit. Tja, es kann nicht immer alles von Vorteil sein. Das Interessante ist nämlich, wenn man nicht mehr so schön ist, reagieren die Mitmenschen oder mit Gnome, mit Zwerge ganz anders auf ein, weil man ist ja hässlich, man ist ja nicht mehr so attraktiv und dementsprechend kann es auch gut sein, dass man schlechtere Preise bekommt beim Händler oder dass die überhaupt nicht mit einem reden. Und bei Charisma ist es zum Beispiel so, dass das auch natürlich Einfluss auf das hat, was man beredet, aber man hat auch Einfluss darauf, wie viel Begleiter man mitnehmen kann. So, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Hier hätten wir noch Lehrling bei einem Schmied, bei Elfen aufgewachsen, Mönchen aufgewachsen, bla bla blub und alles Mögliche. Ich habe mir aber schon etwas ausgesucht. Das ist weiter hier hinten. Nein, Trollabstammung wollen wir auch nicht. Wolfskind auch nicht. Nein, mit Hässlichkeit geschlagen, genau. Ich kann euch nochmal kurz vorlesen, was bei Hässlichkeit geschlagen ist. Du bist einfach nur hässlich. Man kann es nicht anders ausdrücken, es sei denn, du bevorzugst das Wort abscheulich. Kinder laufen entsetzt vor dir davon und auch die nettesten Leute können deinen Anblick nicht lange ertragen. Wegen deines Aussehens bekommst du ein großes Minus auf Schönheit, -6.
Aber da du dich auch häufig gegen Angriff verteidigen musstest, erhältst du einen Bonus auf Stärke, Geschicklichkeit und einen leichten Bonus auf Kampffertigkeiten. Ja, aber nein, wir wollen natürlich etwas hübsch sein und werden natürlich kindreicher Eltern sein. Deine Familie ist eine der einflussreichsten in ganz Arcanum. Als kindreicher Eltern bekommst du einen Bonus auf Schönheit und Charisma. Doch das süße Leben hat deinen Körper und deinen Geist verweichlicht. Du erhältst einen Abzug auf Stärke und Geschicklichkeit sowie all deine Kampffähigkeiten. Ja, müssen wir mitleben? Werden wir auch. Und wählen dann jetzt erstmal einen Namen aus und nehmen dann Tashida. Bist du Tashida? Wäre scharf. So, sehr schön. Dann haben wir hier soweit alles eingegeben und geht auf weiter. So, und jetzt sind wir auf dem nächsten Bildschirm. Haha, ja, jetzt werdet ihr denken, oh Gott, ich werde hier gerade überflutet. Nein, das ist doch gar nichts, glaubt mir. Wenn wir hier weiterklicken, dann werdet ihr überflutet. So, also, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die ganzen Eigenschaften mit unseren 5 Punkten, die wir hier haben, weiter hochzusetzen. Ich werde auch weitere Punkte reinsetzen und zwar in Stärke nehme ich 2 und in Intelligenz setze ich noch einen hoch. Ach nee, lassen wir mal. So, genau, dann sind die hier auf 8. Genau, so, hier ist übrigens dann bei Charisma, wenn ich das jetzt hier erhöhen würde, seht ihr dann hier auch gleich, hier haben wir nämlich die maximalen Gefolgsleute, haben wir im Moment bei 2, wenn wir auf 3 gehen oder beziehungsweise dort Charisma auf 12 erhöhen, können wir 3 nehmen. Geht das schon so weiter? Ne, könnten wir auch gar nicht. Gut, okay, wir bleiben aber erstmal bei 12, weil, nein, bei 11, weil 2 Leute reichen uns erstmal für den Anfang. Die Heilungsrate ist bei 3, aha. Die Rate, mit der du Trefferpunkte zurück erhältst, basiert auf Konstitution. Erholung von Giften. Ja, wie ihr seht, es hat hier alles schon Auswirkungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Konstitution erhöhe, erhöht sich hier auch die Erholung von Giften. Sprich, die Veränderung der ersten Reaktion der Leute auf dich. Nein, da, Gifte. Die Rate, mit der du Gift verarbeitest und den Schaden abbaust, der durch das Gift entstanden ist, basiert auf Konstitution. Ja, aber das möchte ich jetzt gerade nicht erhöhen. Oh, ich glaube, Geschicklichkeit sollte man erhöhen. So, die gesamte körperliche Koordinationsfähigkeit, sie beeinflusst die Grundfähigkeit eines Charakters bei mehr Fertigkeiten als jeder andere Wert. Ja, diese Fertigkeiten sind auch übrigens hier. Das ist jetzt sozusagen das nächste Feld, was wir angehen könnten zum Skillen. Und da ich das Ganze hier recht neutral halten werde, werden wir auch natürlich darauf achten, dass dieser Balken hier schön bei 0 bleibt. Weil dieser Balken, dieser rote Balken hier, zeigt uns an, ob wir mehr in die Magie reingehen, die hier oben ist, oder in die Technologie abdriften. Das kann ich euch gleich mal kurz zeigen, indem wir jetzt hier auf die technologischen Disziplinen gehen. Es gibt insgesamt 8 davon, jede mit 7 möglichen Diplomen. Ja, wir haben, habe ich schon erwähnt, dass das Spiel sehr komplex ist. Wir haben nämlich sehr viele Möglichkeiten, hier in verschiedene Richtungen reinzugehen. Hier hätten wir jetzt sozusagen Kräuterkunde. Und wenn wir jetzt hier einen Punkt reingeben würden, also um dieses Heilbalsam übrigens herzustellen, Wunden schnell und einfach heilen, dieses Elixier stellt die Gesundheit und biologische Energie ohne Ruhepause oder langwierige Behandlung wieder her, bräuchten wir dann später Ginga-Wurz und Kardurstängel. So, ich klicke jetzt nur einfach mal Plus rein und schon seht ihr, dass sich hier dieser Balken verändert hat. Der ist nämlich in die Technologie weiter runtergerutscht. Tja. Aber da wir jetzt nicht in die Technologie skillen wollen, genauso nicht wie in die Magie. Ich will euch nur mal kurz zeigen, wie das aussieht. Wir sind jetzt hier auf den ersten Balken. Ja, wir haben hier viele, viele Möglichkeiten, etwas zu machen. Also wenn wir jetzt praktisch in der Magie auf Entschärfen klicken würden, würde der Balken nach oben gehen. Logisch, ja. So, hier haben wir übrigens auch einen Öffnungsspruchzauber. Es ist so, dass man praktisch mit beiden Richtungen immer das Gleiche erreichen kann, will ich jetzt nicht sagen. Nein, aber es gibt einige Dinge, die sind sich gleich. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Magie die Möglichkeit, etwas zu öffnen, als auch in der Technologie. Das ist, glaube ich, hier drunter. Genau, da ist Schlösserknacken. Wenn ich nämlich jetzt hier wieder einen reingehe, geht auch wieder Technologie hoch, was wir ja natürlich nicht wollen. Deswegen werden wir einfach mal gucken, dass wir uns was Schönes, Neutrales raussuchen, weil wir mit Bogen schießen können.
Die Fertigkeit, mit Kurz- oder Langbogen zu schießen, diese Fertigkeit hängt von deiner Geschicklichkeit ab. Wo wir beim Thema sind, dass wir Geschicklichkeit erhöhen sollten. So, wir wollen aber hier auf die Gemeinschaftsfertigkeiten gehen. Diese Fertigkeiten wendest du im Umgang mit anderen Leuten und in gesellschaftlichen Situationen an. Weil ich gehe davon aus, gerade am Anfang ist es schon mal sehr sinnreich, wenn wir feilschen und heilen vielleicht auch hochziehen. Die Fertigkeit, Wunden zu heilen und hinderliche Verletzungen zu reduzieren, diese Fertigkeit hängt von deiner Intelligenz ab. Tja, würde ich sagen, ist etwas sehr Schönes, weil überzeugen ist natürlich auch sehr schön. Die Fertigkeit, einen anderen Charakter dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu tun oder festzustellen, ob er die Wahrheit sagt, hängt vom Charisma ab. Ja, ich glaube, wir nehmen überzeugen. So, genau, der Wert ändert sich hier nicht und wir können auf weitergehen. So, jetzt sind wir im Shopping-Modus angekommen. Wir haben ganze 400 Gold, die wir jetzt sinnlos auf den Kopf hauen können. Und übrigens, die ganzen Klamotten, wenn ihr euch jetzt hier wundert, warum es jetzt hier große und kleine Wildlederjacken gibt, das hängt damit zusammen, dass ein Oger nicht in eine Wildlederjacke eines Gnoms reinpasst. Ja, die haben hier wirklich mal mitgedacht, was ich sehr gut finde. Sprich, man muss halt eben auch darauf achten, dass was man anzieht, auch passen sollte. Ja, gut, das Kleid werden wir auch verkaufen. Und das komplette Erscheinungsbild hat übrigens hier auch Einfluss drauf. Das heißt, wenn man mit irgendwelchen Lumpen durch die Gegend läuft, ist man nicht mehr so attraktiv für die Menschheit. Und man ist auch wieder etwas abstoßender. Genau, wollte ich nochmal so gesagt haben. Genau, läppische 136 Münzen will er dafür haben. So, und Schüchen nehmen wir auch mit. Kann man immer gebrauchen. Und jetzt suchen wir uns natürlich noch eine Waffe aus. Da können wir hier einen Stab nehmen, der natürlich recht günstig ist. Oder Rapier, Schwert. Haben wir noch ein Schwert? Ach, ein hochwertiges Schwert. Was ist der Unterschied? Ich muss gestehen, von wegen, dass ich jetzt keine Ahnung habe, von wegen Schaden und EN. Was ist EN? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber egal, wir nehmen das hochwertige Schwert mal. Ja, da haben wir es. Und haben jetzt noch ganze 44 Gold. Und damit werden wir uns einen Heiltrank holen. Ja, und jetzt kriege ich natürlich einen Frosch rein. So, damit haben wir jetzt wunderschön eingekauft, würde ich jetzt mal fast behaupten. Und gehen weiter. Und beginne mit dem Video. Du befindest dich an Bord der Zaphir, hoch über den Steinwallgebirge. Viel Spaß auf der Reise. Damit stürzen wir ab. Ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt und hoffe, ihr hattet Spaß in Arcanum. Nein, keine Sorge, es geht weiter. Helft. Helft mir bitte. Danke, mein Freund. Ich habe nicht viel Zeit. Finde den Jungen und gebt ihm seinen Ring. Er wird wissen, was getan werden muss. Hört mir zu. Wir mussten es tun.
Er hat uns unaussprechliche Dinge angetan. Wir hatten keine andere Wahl, als seine Befehle zu befolgen. Und es sind so wenige von uns übrig. Aber die Arbeit ist fast getan und dann... Das Böse. Oh, ihr macht euch keine Vorstellung. Er kommt zurück und zerstört alles. Alles und jeden. Bitte, findet den Jungen. Sag ihm, ich bin entkommen. Entkommen, um zu warnen. Er wird wissen, was zu tun ist. Hier, mein Freund, jetzt liegt alles. Super. Keine Ahnung, was der jetzt von mir will. Und ich glaube, wir sollten von hier verschwinden. Ich hoffe, dass wir schnell genug weggekommen sind. Aber noch zählt die Uhr. Und sie zählt lange. Oh. Ich fasse es nicht. Ich meine, ihr und dann der Zeppelin und das Feuer. Und auf dem Altar steht das, du lieber Himmel. Wisst ihr eigentlich, was das alles bedeutet? Bei den Göttern, guter Mann. Ich bin hier fast umgekommen. Habt ihr den Absturz nicht gesehen? Ihr könnt ja sprechen. Ich meine, na klar könnt ihr sprechen. Bin ich eigentlich total verblödet? Wartet, was habt ihr gesagt? Vielleicht sollte ich das alles niederschreiben. Wovon zum Teufel rede ich hier da eigentlich? Heraus damit! Ich bin total ratlos und weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ihr seid es. Natürlich seid ihr es. Ich meine, ihr wisst, wer ihr seid, ja? Natürlich wisst ihr das. Was ist das nur für eine hirnverbrannte, gedankenlose Frage an einen, wie bezeichnet ihr euch eigentlich selbst? Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Euer Geplapper ist nicht zu verstehen. Bitte verzeiht mir. Ich bringe das alles total durcheinander. Ich heiße Virgil, Madame. Ich bin erst vor kurzem zum Panari-Glauben eurer Religion gekommen und ich... wartet. Ich weihe hiermit, vertraue mein Leben der Lebendigen an. Ich, Virgil, bin euch zu Diensten, Madame. Was meint ihr mit der Lebendige? Drückt euch deutlicher aus. Ja, natürlich. Wisst ihr, ihr seid er. Ich meine, die Reinkarnation von dem, wie war doch gleich sein Name? Ich bringe mal alles durcheinander und verwechsle ihn mit dem anderen Burschen. Dem Bösen. Ihr, ihr wisst doch selbst, dass sich diese alten Elfennamen alle gleich anhören. Ich fürchte, ich hab's immer noch nicht so ganz verstanden, Virgil. Ja, ich verstehe. Gebt mir bitte einen Moment Zeit zum Nachdenken. Wisst ihr, die Panari, das ist die Religion, die sich um seine Verkündungen, ich meine, eure Verkündung, ach, vergesst es einfach. Fangen wir am besten am Anfang an. Oder an diesem Anfang. Schließlich ist davor noch eine ganze Menge mehr passiert. Ihr seid die Reinkarnation eines mächtigen Elfs, den die Panari verehren und dessen Name, Ja? Genau, ja, der Name, ich hab's gleich. Er liegt mir auf der Zunge. Wie steht es in der Schrift? Der Lebendige wird wieder leben auf feurigen Flügeln. Wartet, ich glaube, es heißt, wiedergeboren auf feurigen Flügeln. Oh, Tod und Teufel! Warum müssen Elfen immer so verdammt kryptisch sein? Steht in den Schriften auch etwas über einen sterbenden Zwerg und einen Ring? Von einem Ring weiß ich nichts. Aber dieses Zeug über den Bösen, der zurückkehrt, wie ich schon sagte, ich weiß nicht besonders viel über die Panari-Prophezeiung. Aber ich glaube, dass ihr zurückkommen solltet, um gegen irgendeinen Bösewicht zu kämpfen. Oh, verdammt nochmal, warum weiß ich nicht mehr über... Wenn es euch schon verwirrend ist, könnt ihr euch dann vorstellen, wie es mir dabei geht? Ich wünschte, ich könnte eurer Verwirrung abhelfen. Aber ich gehöre erst seit kurzem der Panari-Religion an. Ich muss euch mit meinem Mentor, Prior Joachim, bekannt machen. Er kann eure Fragen beantworten. Er lebt in Nebelbergen, einer Stadt am Fuß dieses Gebirges. Und wer ist dieser Joachim? Joachim, also, er hat mir geholfen, als ich Hilfe brauchte, und mir die Wahrheit der Panari und deren Glauben gezeigt. Er ist ein sehr weiser Mann und er weiß bestimmt, was jetzt zu tun ist. Also gut, sprechen wir mit diesem Joachim, um das Ganze zu klären. Der Weg in Richtung Nebelbergen liegt südöstlich von hier. Auf dem Weg dorthin machen wir beim Panari-Schrein halt. Vielleicht bringt das etwas Licht in die Sache. Bevor wir gehen, sollten wir allerdings nachsehen, ob es noch andere Überlebende gibt. Was meint ihr? Ja, das halte ich für auch eine sehr gute Idee.
Gut, und ob wir dann jetzt hier noch Überlebende finden werden oder nicht, das werden wir dann also das nächste Mal erfahren. Wie gesagt, ihr werdet jetzt erstmal entscheiden, ob wir dann jetzt, welche Seite wir skillen werden. Sprich, wo haben wir das denn hier? Ist das hier? Genau. Ob wir dann später, wenn wir dann neue Punkte bekommen, dann schließlich in die Technologie reingehen werden oder in die Magie. Und ich lasse mich mal überraschen, was bei rauskommt. Ich hoffe natürlich, ihr wählt die richtige Seite. Ich werde euch nicht sagen, was mir lieber wäre. Das wäre zu einfach. Oder genau, dann würdet ihr das andere nehmen. Ach, wie auch immer, keine Ahnung. So, also ich wünsche euch jedenfalls erst einmal viel Spaß bei der Entscheidung. Schreibt es mir, wie gesagt, unten in die Kommentare rein, was wir machen sollen. Und ihr habt dafür jetzt so ungefähr 2-3 Tage lang Zeit. Und dann werde ich nämlich die neue Folge dafür aufnehmen. Ganz frisch und knackig. Und dann geht's weiter mit unserer Tashi der Wehrschaft, die erleuchtete oder lebendige ist. Keine Ahnung, was hier vorgeht, aber das werden wir ja im Laufe des Spiels dann erfahren. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und auf bald. Tschüss!